Heute wieder bei Sascha, unserem kleinen Sehnenpatienten, und unser mittelfristiges Ziel ist ja, dass Heike ihn auch wieder reiten kann. So wie der sich im Moment aber draußen benimmt, würde ich persönlich mich da nicht draufsetzen, hätte ich keinen Bock drauf. Das heißt, er muss jetzt erstmal im Gelände lernen, sich wieder zu benehmen, zuzuhören und nicht das wildeste Pony von NRW den Kopf zu schmeißen, einen anzurempeln und so weiter. Und ich habe jetzt hier mein Stöckchen dabei. Und ich bin halt großer Freund von gewaltfreien Methoden. Das heißt, ich nehme jetzt auch keine Peitsche oder eine Gerte oder sowas mit, sondern ich arbeite grundsätzlich nur mit Dingen, mit denen ich Pferden nicht wehtun kann. Auch dieses Halfter, was ich jetzt habe, das kann ihm nicht wehtun. Das kann ihm viel weniger wehtun als ein Knotenhalfter übrigens. Denn das Knotenhalfter kann mit den dünnen Schnüren hier im Genick Schmerzen verursachen, auf der Nase Schmerzen verursachen, und hier wirke ich mit diesem Riemen wirklich nur auf dem harten Nasenbein ein und kann ihn so ein bisschen zu mir stellen, wenn er abdriften möchte, und ich möchte gerne mal ausprobieren, ob das besser funktioniert als mit dem Kappzaum, und wir gucken einfach, was funktioniert. Hauptsache, es ist erstmal gebisslos, das ist mir ganz wichtig, weil wenn er zieht, möchte ich ihm auf keinen Fall im Maul wehtun. So. Und wie gesagt, wir möchten aus ihm wieder ein braves Reitpferd machen. Sein ist es noch ein kleiner Weg, aber wir sind guter Dinge. So, Sascha, bist du so? Komm bitte. Das Stöckchen auch nur ein, wenn er irgendwie doof wird. Ne? Wenn er lieb ist, mache ich gar nichts. Dann bin ich auch lieb zu ihm, lass ihn völlig in Ruhe. Ne? Hier. Und sag ihm, wir zwei machen einen schönen Spaziergang, okay? Ja? Findest du gut? Prima. Ihr habt aber fleißig geübt, liebe Heike. Oh ja. Super. Wir haben auch, dass er steht, habe ich ihn oft, ich rufe ihn, also sein Name, Sascha, ja. Und sagt dann Hola. Ja. Und dann bleibt er meistens stehen. Sascha Hola. Gut. Ja. Super, ganz toll, ein Scherz. Das macht natürlich Spaß, ne? Wenn man nicht das Gefühl hat, in der Zeit, wo man nicht kommt, passiert gar nichts, sondern es wird auch fleißig geübt. Also ich habe jetzt die letzten Tage mit ihm versucht, spazieren zu gehen. Also wir haben das trainiert. Ich war sehr konsequent, wenn er mit dem Kopf rumgekommen ist. Habe ihn dann korrigiert, habe ihn angehalten, rückwärts gerichtet und immer wieder aufs Neue. Und wie man sieht, hatten wir ein klein wenig Erfolg. Und wenn er so lieb steht, ne, dann kannst du auch ganz lieb zu ihm sein und streicheln. Ach, tief durchatmen, ne, immer wieder auf die Ruhe, auf ihn übertragen. Wir tauschen jetzt. Wenn er lieb ist, machst du gar nichts, bist auch ganz lieb zu ihm. Wenn er dich einmal anrempelt, überholt oder sonst was, sofort wirklich direkt Bescheid sagen, das geht nicht. Mhm. Und dann aber sofort wieder nett sein. Im Moment ist er ja wirklich Zucker. Ne? Aha, und wenn er lieb ist, dann gehen wir weiter. Na, na! So, jetzt gut. Also ich bin mega zufrieden. Man merkt, dass Heike total geübt hat und auch total konsequent war. Denn dieses Kopfschlagen ist viel, viel besser geworden. Er kommt jetzt immer noch mit dem Kopf rum. Das hat aber jetzt eine ganz andere Qualität. Der haut jetzt nicht mehr und will dich aus dem Weg räumen. Der kommt, aber das ist ja lieb, ne? Also er fragt ja, bleiben wir jetzt noch stehen oder gehen wir jetzt weiter? Hast du ein Leckerchen für mich? Nein, habe ich nicht. Okay, dann warte ich noch. Und das ist ja in Ordnung, ne? Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auf die Perspektive hin, dass
wir ja wieder reiten wollen, also soll er wieder ein Reitpferd werden, machen wir jetzt noch eine kleine Übung, die die Heike mit ihm auch wieder alleine machen kann, auf dem Weg, dass er wieder ein Reitpferd wird. Also, liebe Heike, irgendwann möchtest du den Sascha ja wieder reiten. Und was wir jetzt parallel zum Führtraining auch schon machen können, ist, dass wir das Aufsteigen wieder üben. Wie lange ist er jetzt nicht geritten worden? Ein Jahr. Ein ganzes Jahr? Nächsten Monat ein Jahr. Ein Jahr, also okay. 11 Monate ist er. Okay. Das heißt, wir können uns da nicht auch einfach wieder so draufsetzen. Nein. Das muss langsam vorbereitet werden. Ich würde auf jeden Fall nach so langer Zeit und nachdem er auch ein Sehnenproblem hatte, auf jeden Fall einen Osteopathen draufschauen lassen, weil der wird mit Sicherheit in der Schonhaltung gelaufen sein. Und dann kann es schon mal sein, dass die Auer Rücken haben und wir wollen auf gar keinen... Was machst du eigentlich? Wir wollen auf gar keinen Fall, dass er das Reiten dann mit Schmerzen verbindet und wir dann direkt das nächste Problem haben. Ne? Das heißt, wie gesagt, nach so langer Zeit würde ich da auf jeden Fall jemand drauf gucken lassen, bevor wir uns wirklich das erste Mal da wieder draufsetzen. Was wir aber schon machen können, ist, wir können das Aufsteigen ein bisschen üben, wie bei einem jungen Pferd, weil er ist jetzt wirklich ein Jahr nicht geritten worden. Das ist ja echt lange. Das heißt, ja, wir müssen ihn wieder langsam dran gewöhnen. Ich sehe schon, da ist so ein Höckerchen, das hole ich mir noch. Und das kannst du alleine üben oder ihr könnt das auch zu zweit üben. Es geht jetzt einfach erstmal darum, dass ich so neben ihm stehen möchte, dass er sich erstmal wieder daran gewöhnt, dass ich so über ihm bin. Öhrchen kommt dann zu mir, was willst du denn? Du willst dich doch wohl nicht draufsetzen. Du kannst dich mal so ein bisschen drüber lehnen. Du kannst wieder ganz langsam anfangen, so den Rücken ein bisschen zu belasten. Du kannst dann auch mal mit dem Beinchen. Siehst du, da sagt er nämlich schon gleich, will ich nicht. Aber dann kannst du auch schön üben, dass er eine Aufstiegshilfe anhält. Was war das denn? Wenn du das lange Seil dran hast, kannst du ihn von oben auch immer so ein bisschen wieder einhaken und dirigieren. Findet er nämlich nicht so toll, seinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Dann kannst du dir ein bisschen das Seilende nehmen und ihn nach vorne bitten. Dankeschön. Und ihn dir so hinstellen, dass du aufsteigen kannst und das halt erstmal ein bisschen üben. Rüberlehnen, Dankeschön. Mit den Beinen so ein bisschen kommen einfach. Super, ja. Nur, dass er sich da wieder dran gewöhnt. Willst du das mal probieren? Ja, ich probiere das. Du kannst auch, also am besten zieht man einen Helm dabei auf, weil wenn das Pferd dann mal zur Seite geht und du hast dein Gewicht gerade drauf, nicht, dass was passiert, also sicherheitshalber. Du bist natürlich über 18, ne? Aber ich würde dir empfehlen, einen Helm dabei aufzuziehen, auch wenn das für manche etwas affig ist, nein, aber wir möchten ja sicherheitsbewusst sein. Dann hole ich mal schnell ein. Ja. Probier mal. Dass er gleich lernt, er bleibt beim Aufsteigen stehen, auch wenn ihn niemand festhält, auch wenn das Seil durchhängt, weil du ihm den Stimmbefehl dazu gegeben hast. Ne? Das ist prima. Oh, prima, toll. Super. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das machen, weil er ist zwar brav, aber der ist schon ziemlich angespannt. Ne? Deshalb, wie gesagt, wenn ein Pferd so lange Pause hat, ist es immer gut, wenn man das erste Aufsteigen dann wirklich schön vorbereitet.
geht da rum, der lässt mich nicht aufsteigen. Okay, ja, aber dann hat das einen Grund, ne? Also ja. Dann würde ich auf jeden Fall nach dem Rücken gucken lassen, den Sattel angucken, weil nach einem Jahr kann es ja auch sein, dass er nicht mehr passt, ne? Gucken wir alles. Nein. Ist nicht schlimm, stell dich drauf und park ihn dir wieder ein mit dem Seil. Du bleibst stehen, Pony bewegt sich. Jawohl. Auch wenn er den Popo wegdreht, ist nicht schlimm. Park ihn dir wieder ein. Lob ihn, wenn er richtig steht. Schatz. Oh, ist toll. Ja. Toll. Gut, prima. Gut, super. Toll. Aber sein Gesichtsausdruck sagt schon, du wirst jetzt wohl keine Dummheiten machen. Hast schon die Rente eingereicht eigentlich, ne? Ja. Hat er gesagt. Super. Auch da, wenn er mit dem Kopf so kommt, sag ihm, das geht nicht. Ne? In keiner Situation darf er das mehr. So ist brav. Prima. Super. Also, das könnt ihr auch noch schön üben. Und dann tasten wir uns immer weiter vor. Und irgendwann reitet ihr wieder durch die Wälder. Oh, das wäre schön. Ja. Da freuen wir uns, ne? Gut. Klasse. Guckst du?